Jo, da sind wir wieder bei Zelda Ocarina of Time 3D. Beim letzten Mal sind wir hier in Goronia angekommen und wollen nun mit Darunia sprechen, der wohl irgendwo hier drin ist. Der da. Was? Wer bist du? Als das Lied der Königin hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei getroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Anführer der Goronia, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Die monische Kreatur sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goron. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch anzunehmen. Okay. Dann zünde ich trotzdem hier so ein paar Fackeln an. Wenn du nichts dagegen hast. Dum, du, du, du. So. So, machen wir nochmal an. Und zünden hier an. Zünden hier an. Und hier. Ja, das reicht sogar schon. So, und das hat mir nun was gebracht? So, nee. Also ich weiß, ich kann da jetzt Bomben reinwerfen. Vielleicht ist ja oben noch eine Fackel. Ich meine, und oben war noch eine Fackel. Also hier, ich kann ja jetzt ja Bomben da reinwerfen, aber... Ja. Wenn ich keine Bomben tragen kann, dann bringt mir das auch nichts. Moment, kann ich die Dinger mit Feuer einfach anzünden? Ich glaube, die brennen. Ja. Ja, Feuer hat gut gewirkt. Gut, dann auf zum verlorenen Wald, durch den wir hier kommen. Willkommen, ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen. Link, hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Ich war schon da. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich nochmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehirn, du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja, jetzt können wir nämlich erst das, was ich beim letzten Mal versucht habe, Salias Lied hören. Dann nicht. Dann nicht. Hier schon. In der Richtung, in die wir halt gehen, ist immer ein bisschen lauter. Da nicht. Da schon. Wobei ich aber letztes Mal auch ja durchgekommen bin, ohne das zu hören irgendwie. Ich sollte mir endlich mal die Reihenfolge merken, in welche Richtung wir da laufen müssen. Sind die Dekos wieder da? Wahrscheinlich schon, ne? Was haben wir denn da bekommen? So, und weg mit dir. So, müssen wir extra anhalten dafür. Na, na? Na, hier ist gerade noch nichts. Irgendwie bin ich, glaube ich, falsch gelaufen. Moment. Hopp. Gerade so noch abgeblockt. Wie viele Herzen habe ich? Ach, ich habe noch genug Herzen. So. Diesmal sind wir wenigstens auch zur richtigen Zeit hier. Und nicht auch wieder total falsch. Wow, das war knapp. Hat er gerade seinen eigenen Kumpel erwischt? So. Wir gehen eh gleich zu einer Feenquelle in der Nähe, von daher macht es nicht, wenn ich ein bisschen Schaden bekomme. So, ist sie jetzt da? Hallo, Salia. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kann ich dir zeigen, wie man mit den Geistern des Waldes spricht. Ja, ich spiele mit dir. Versuchst du die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen? Bist du bereit? R, Y, X, okay.
Hey, neues Lied gelernt. Wie wunderschön. Du hast das Lied nie vergessen, versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salis Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ist das quasi nochmal so eine zweite Hilfestellung, die man da bekommen kann von ihr? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Das probieren wir gleich mal aus, wenn wir hier weg sind. Du hast Salis Lied erlernt. So, gehen wir mal ein paar Schritte weiter einfach mal weg. Und rufen sie quasi dann damit an. Ja? Hallo, Gemisa, hörst du mich? Der Wald ist mit vielen Orten verbunden. Wenn du mein Lied irgendwo hörst, muss es von dort einen Weg hergeben. Okay. Achso, das ist nur das gleiche nochmal. Ah. Vielleicht rufen wir sie mir ab und zu mal an. Bringt ja vielleicht sogar was. Und runter. Was war doch hier? Ja, eine Feenquelle. Nein. Nein? Ja. Ich möchte nämlich immer fix eine Fee fangen. So zur Sicherheit. Gut. Na, fast. Nein? Ja. Ja, blind da unten rumzudrücken ist noch ein bisschen schwer, wobei, wenn ich... Okay, wenn ich mit dem rechten Daumen mache, geht es dann doch einfacher als mit dem linken. Den linken lasse ich nur ungern vom A- oder B-Knopf los. Oder vom... Ja doch, A und B. XY. Wo immer. So, dann auf zurück nach Goronia. Wollen wir doch dem lieben Darunia mal eine kleine Freude machen, indem wir ihm sein Lieblingslied spielen. So... Link! Hat Zahle dir ihr Lied beigebracht? Sie scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass andere Orte ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Hat Zahle die Ocarina mit gewährten Notenlinien erscheinen. Ich will dir hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Nein. Alle Lieder, die du gelernt hast, ja. Ja. Ich soll hier eins der Lieder spielen? Was bringt mir das? Okay. Ich spiele einfach mal alle Lieder, die ich habe. Und schau mal, was passiert. Da schon mal nichts. XY. Die Eule verwirrt mich. Ach, scheiß drauf. Gehen wir hier wieder raus. Nebenbei, das sieht gerade so aus, als würde ich wissen, wo es lang geht. Nein, ich bin gerade nur zufällig, glaube ich, den richtigen Weg gegangen. Ich weiß immer noch nicht genau den genauen Weg. Nur so ungefähr. So. Wir sind back in Goronia. Und wollen nun dem lieben Darunia ein neues Lied spielen, was wir gerade gelernt haben. Damit er gleich erstmal so richtig abgeht. Jetzt ist er wieder gute Laune. Der Link weicht auch sicher, jetzt aber es war zurück. Oh, klasse. Das geht ab. Dum di dum la la la. Ein klasse Takt. Ich fühle mich wieder richtig jung. Es kribbelt in den Beinen. Juhu! Weiter so!
Das war klasse. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goron. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Wie? Du bist ein Heiliger Schein des Feuers? Der Heilige Schein des Feuers, auch als Goron-Rubin bekannt, ist ein wertvollster Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn ist für deine Mühe soll der Heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Das ist ein Gastgeschenk der Goron, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du das, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Yay, wir haben das Goron-Armband. Da habe ich mal was sehr interessante Game Theory gelesen. Oder gehört. Gesehen. Ich will die Dinge erstmal anzünden. Warum Link denn stärker wird, wenn er ein Armband trägt? Das ist mehr oder weniger vielleicht nur ein Placebo-Effekt. Er denkt einfach, er ist stärker und kann es dann auch. Also zur Erklärung, ein Placebo-Effekt ist quasi, wenn man glaubt, dass etwas wirkt, aber ja, wie kann man das erklären? Sagen wir es mal so, ihr habt ein Medikament. In dem Medikament ist eigentlich kein Wirkstoff drin, sprich, theoretisch könnte es euch nicht heilen, aber es tut es trotzdem. Das ist dann der Placebo-Effekt. Ihr glaubt, dass es einen heilen, man glaubt, dass es einen heilen kann und deswegen tut es es auch. Einfach mal, weil der Körper es irgendwie selbst hinbekommt, dann doch sich zu heilen. Und man könnte ja dann glauben, dass es vielleicht auch so ein Placebo-Effekt hier den Link durchlebt. So, wo ist denn der Typ? Au. Na gut, ich kann auch einfach die Donnerblumen hier nehmen. So, wo ist denn der rollende Kollege? Na, zu früh. So, roll da mal bitte rein. Hat ja gut geklappt. Hi. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Diese kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Was? Aber ich dachte, es gibt eine Belohnung. Oh, da ist noch eine Wand. Lüge. Versager. Nicht Versager. Betrüger. Ja, Versager, Betrüger. Ist ja fast das Gleiche. Verwechsel ich ständig. So, was haben wir denn da hinten drin? Noch eine Wand. Die Donnerblumen sehen ja auch sehr schön aus. Darf ich jetzt da durch? Ich hole gleich auf jeden Fall noch eine Donnerblume. Sobald ich die hier dort abgelegt habe. So. Da hinlegen. Und schon mal die nächste holen. Das ist ja noch eine Wand. Nur damit mich das Spiel einfach noch mehr trollt. Na? Na? Noch eine Wand? Natürlich ist da noch eine Wand. Oder den nicht weggesprungen, weil ich zu weg war. Oh, hi. Ich arbeite gerade an einem sehr interessanten. Doch, ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze, in 5 oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Ah. Okay, dann kommen wir in 5 oder 6 Jahren nochmal zurück. Ich weiß, was er meint. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich muss da das Teil da unten treffen. Das, diesen Pot da. Mit einer Donnerblume. Und ich glaube, da kann auch ein Herzteil bei rumkommen. So, versuchen wir mal hier richtig zu werfen. Fast. Man braucht auch ein gutes Timing. Dass das Ding gerade in der Nähe ist. Also relativ in der Nähe. So, und jetzt. Fast. Na, das wird nichts. Doch, das wird was. Wie auch immer ich das getroffen habe. Naja, ich brauche einfach nur ein bisschen Glück, dass ich hier das richtige Gesicht finde. Das war es schon mal nicht. Drehst du dich jetzt weiter? Oder muss ich jetzt mal weggehen? Ja, okay, es dreht sich weiter. Na gut, dann nächster Versuch. Das ging daneben. Das habe ich auch so schon gesehen. Brauche ich gutes Timing zum Reinschmeißen. Mann! Nächster Versuch. Zum Glück haben wir nun endlich einen Vorrat an Donnerblumen. Jetzt!
Ganz knapp. Würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es ganz knapp war. Das war doch gar nicht knapp. Vielleicht ging ich auch 20 cm daneben. Ah, nein! Bleib doch nicht da hängen! Nein! Nein, nein, nein! Jo. Naja, schlaf weiter. Ist hier irgendwo eine Donnerblume? Ich glaube, das da ist schon die nächste Donnerblume. Hätte ich eigene Bomben, könnte ich aber einen nach dem anderen da reinschmeißen. Ich habe die aber nicht. Von daher. Das ging sowieso voll daneben. Ich frage mich auch schon, die Koronia. Was tut er da? Warum schmeißt er eine Blume nach der anderen? Unsere wertvollen Donnerblumen. Er verschwendet sie. Dieses Kind. Ach, komm schon. Hätte treffen können. So, bist du gerade in der Nähe? Hier. Nein! Link! Ja, komm, geh wieder schlafen, Corona. Nur weil ich zu weit laufe. Ja, ich denke mal, das könnte den nächsten den Rest des Partes dauern, bis ich da das Herzteil daraus bekomme. Warten wir ein bisschen. So. Das Ding ist komischerweise immer perfekt falsch gerade. Moment, jetzt. Habe ich getroffen? Wie, ich habe nicht getroffen? Habe ich jetzt zu weit geschmissen oder wie? Drüber hinaus. Ja, nein. Ja, komm. Ich darf auch nicht hängen bleiben. Jetzt? Ja? Ja! Ich glaube, ich muss den glücklichen Goron erwischen. Ja, ich gucke auch gerade so. Nee. Was ist denn, Navi? Ja, werde ich machen. Keine Sorge. Gleich. Okay. Bewegst dich wieder. Wie gesagt, das könnte auch den Rest des Partes dauern. Das ist, glaube ich, eine reine Glückssache. Nein, das ging daneben. Das habe ich schon gesehen. Ich hätte ein bisschen weiter nach rechts zielen sollen. Ja, das vielleicht. Ist drin? Ja, ist drin. So, komm. Grinsender Corona, grinsender Corona, grinsender Corona. Ja! Ja! Da haben wir ihn doch. Oh, sogar ein bisschen Geld. Tada! Herzteil Nummer 5. Gut, dann hat es ja deutlich den ganzen Part gedauert. Dann können wir jetzt doch Richtung mal Dodongos Höhle gehen. Haben wir wieder bald einen neuen Dungeon. Wobei, da werde ich aber zuerst einmal das Hyrule-Schild ausrüsten. Damit können wir zwar uns nicht mehr schützen so richtig. Aber ich glaube, wenn ich mit einem Holzschild in einen Feuerdungeon gehe, wird es dem Holzschild nicht so sehr gefallen. War ich da hinten eigentlich schon? Oder brauchte ich da auch Donnerblumen? Ach nee, das war ja das mit dem Lava. Okay, okay. Und um da hinzukommen, habe ich keine Bomben. Okay. Dann hätten wir in Corona jetzt erstmal alles erledigt. Ich hatte ja den Skulltula gesehen. Ja, Coronen rollen sich hier einfach mal wieder mal den Berg runter, weil sie so viel Spaß haben. So. Hier runterschmeißen? Na, fast. Das probieren wir nochmal. Hier runter. Link? Runterschmeißen, bitte. Ich habe das Schild mit erwischt. So, was jetzt mal machen möchte. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte nämlich etwas trickreich an das Herzteil drankommen. Das werden wir noch gleich nochmal versuchen. Oder zumindest ein Versuch noch in dem Part und danach. Danach können wir es auch lassen. Danach werde ich es erst holen, wenn ich es auch wirklich holen kann. Das dauert ja noch eine Weile.
So. Ich habe immer noch irgendwo hier eine Kuh. Warum auch immer. Ihr habt mir wahrscheinlich schon längst geschrieben. Wenn nicht, auch egal. So. So. Und? Ja! Perfekt. Da kommt man zwar erst später hin, aber so kommt man auch rankommen. So. Dann gehen wir da rein. Und ich würde sagen, den machen wir dann beim nächsten Mal. Das war's dann mal wieder von Zelda Ocarina of Time. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.